Hallo zusammen, mein Name ist Dan Zeltner. Vor über 25 Jahren habe ich selbst angefangen, Worship zu leiten. Und heute bin ich vor allem damit beschäftigt, Worship-Leiter zu rekrutieren, sie zu schulen und weiterzubilden. Und eine Frage, die sich immer wieder stellt, ist, was braucht es denn, um ein Worship-Leiter zu sein? Und ich möchte euch jetzt ganz praktisch anhand einer Zeichnung aufzeigen, wie denn der Worship-Leiter aussieht, den jede Gemeinde braucht. Okay, beginnen wir mit den Ohren. Ich erwarte von einem Worship-Leiter, dass er ein prophetisches Ohr entwickelt. Dass er lernt, die Stimme Gottes zu erkennen und darauf zu hören. Und nicht nur zu hören, sondern auch der folgt. Und ich glaube, die Vollmacht, die wir Worship-Leiter brauchen, kommt davon, dass wir das tun, was Gott sagt. Kommen wir zu den Augen. Staunende Augen. Staunen gehört in jede Beziehung, die intim sein soll. Und ich finde es so wichtig, dass in eine Beziehung nicht einfach Routine oder Vertrautheit reinkommt, sondern dass wir immer wieder tiefer gehen. Und ich glaube, wir brauchen Worship-Leiter, die sich immer wieder die Zeit nehmen und selber wieder zu dem Wow kommen, wer Gott ist. Seine Heiligkeit, seine Großzügigkeit, seine Barmherzigkeit, seine Liebe sind so viel größer als das, was wir bisher kennen. Und wir brauchen dieses staunende Auge, dieses Wow, das uns immer wieder tiefer in die Beziehung mit Gott bringt. Drittens, eine versammelnde Stimme. Die Bühne ist die visuelle und akustische Verstärkung unserer Stimme, unserer Präsenz. Und ich finde es wichtig, dass wir Worship-Leiter uns bewusst sind, dass wir nicht nur da sind zum Singen, sondern eben um die Gemeinde mitzunehmen. Wir als Worship-Leiter sollen die Gemeinde sammeln und mit auf einen Weg nehmen. Und deshalb brauchst du nicht nur eine schöne Stimme, sondern eine versammelnde Stimme, dass die Gemeinde auf dich hört. Und diese Stimme entwickelst du eben nicht auf der Bühne, sondern du wirst ein Leiter, ein Hirte, jemand, der die Menschen sammelt und weiterbringt im Worship eben neben der Bühne. Und für mich ist es wichtig, dass wir Worship-Leiter haben, die schon neben der Bühne als Leiter angesehen werden und sich auch ohne Bühne als Leiter profilieren. Viertens, eine lobende Zunge. Wir brauchen Worship-Leiter, die nicht nur beim Singen Gott ehren, sondern mit ihrer Zunge Gott weiterempfehlen. Das Wort loben heißt eigentlich etymologisch Weiterempfehlung. Es ist wie, wenn du ein gutes Restaurant gefunden hast, dass du mit anderen darüber redest und es weiterempfiehlst, darüber schwärmst oder wenn du einen guten Kinofilm gesehen hast. Und die erste Gemeinde, das heißt in Apostelgeschichte 2, dass sie von Gott geschwärmt haben. Sie haben Gott gelobt unter dem Volk und viele sind dann zu ihm gekommen und haben ihr Leben Gott anvertraut. Und ich glaube, wir brauchen solche Worship-Leiter, die ihre Zunge dafür brauchen, von Gott zu schwärmen. Als nächstes haben wir ein feines Näschen. Als Worship-Leiter leiten wir Menschen. Dafür braucht es ein feines Näschen, dass wir auch zwischenmenschliche Dinge wahrnehmen können, aber auch die Atmosphäre, die im Saal ist. Denn wir wollen darauf reagieren und die Menschen dort abholen, wo sie sind und sie dann weiterbringen. Und dafür müssen wir die Atmosphäre wahrnehmen. Wir müssen die Stimmung wahrnehmen. Wir müssen den Vibe wahrnehmen, der im Gottesdienstsaal ist. Ein Worship-Leiter braucht ein kreatives Hirn. Ich versuche da mal so die zwei Hirnhälften zu zeichnen. Irgendwie sowas. Kreativität braucht es, um Probleme zu lösen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Worship-Leiter verstehen, dass wir nur da sind, um die Steine aus dem Weg zu räumen, damit jeder eine freie Bahn hat, um Gott zu begegnen. Vielleicht bin ich ein bisschen naiv, aber ich gehe davon aus, dass eigentlich grundsätzlich jeder, der in den Gottesdienst kommt, auch Gott begegnen möchte. Sonst wäre er zu Hause geblieben, hätte ausgeschlafen oder ihm einen Ausflug gemacht. Und meine Aufgabe ist es mehr, daran zu denken, wie können wir die Steine auf den Weg räumen, wie können wir technische Probleme, Herausforderungen, musikalische Herausforderungen aus dem Weg räumen, damit eine freie Bahn da ist, damit jeder sich Gott hingeben kann. Also bevor wir zum nächsten Punkt kommen, muss ich mal das Gesicht ein bisschen aufräumen. Es sieht sowieso wie ein Zombie aus am Schluss, aber als nächstes kommen wir zu breiten Schultern.
Wir brauchen Worship-Leiter, die nicht nur einen Job machen, sondern Verantwortung tragen. Für mich einen Job machen heißt, ich mache etwas und dann ist es nicht mehr meine Sache, es ist erledigt. Aber Verantwortung übernehmen heißt, ich trage es auch, wenn ich nicht dran bin. Ich kenne viele Worship-Leiter, die einfach einmal pro Monat dran sind und dann muss es der beste Sonntag werden und die anderen drei Sonntage pro Monat ist es ihnen egal, was läuft. Aber ich glaube, wenn wir der Gemeinde dienen wollen, heißt das, es ist eine Verantwortung und jeder Sonntag zählt. Jedes Mal, wenn wir als Gemeinde Gott loben, will ich etwas dazu beitragen, auch wenn ich nicht auf der Bühne bin, damit das Lob Gottes in unserer Gemeinde zunimmt, dass es authentisch ist und voller Leidenschaft. Ein aufrichtiges Herz. Wir brauchen Lobpreisleiter, die mit Aufrichtigkeit vor der Gemeinde Gott loben. Und das heißt nicht immer, dass wir die Superchristen sind und bei uns immer alles happy-clappy ist, sondern wirklich, wir sind Menschen, die mitten im Leben sind. Wir erleben Traurigkeit, wir erleben Anfechtungen, wir erleben Herausforderungen, die unser Lob auch trüben können. Und trotzdem, ich liebe es in den Psalmen, wie David immer mit seiner Ehrlichkeit vor Gott kam und eigentlich am Schluss trotzdem volle Kanne Gott gelobt hat. Und ich glaube, wir brauchen authentische Lobpreisleiter, denen es gelingt, nicht eine Show zu machen, nicht sich besser darstellen zu müssen, als sie eigentlich sind, sondern in einer Authentizität vor die Gemeinde zu stehen, weil das ist unsere größte Gabe, Menschen abzuholen, denn die Menschen in der Gemeinde müssen sehen, dass sie eben auch Menschen sind, wie wir auf der Bühne. Als nächstes braucht es einen langen Atem. Hier mit zwei Lungenflügeln. Ich bin anatomisch nicht ganz sicher, ob das korrekt ist. Es braucht einen langen Atem, Worship-Leiter zu sein. Wir können nicht nur einen Gottesdienst im Blickfeld haben, sondern sollten sehen, dass wir über die nächsten paar Jahre die Kultur unserer Gemeinde prägen und dass die Leidenschaft und die Hingabe unserer Gemeinde im Worship zunimmt. Deshalb ist Worship-Leiten ein Marathon. Wir müssen immer wieder dran sein und immer wieder neu die Gemeinde gewinnen und sie herausfordern und sie motivieren, dran zu bleiben. Deshalb brauchst du einen langen Atem als Worship-Leiter. Als nächstes kommt fleißige Hände. So. Sprüche 12,24 sagt, die Hand der Fleißigen wird herrschen. Eine lässige aber muss Zwangsarbeit verrichten. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass unsere Gabe trainiert werden muss, dass wir üben müssen, dass wir besser werden sollen, denn dann werden wir herrschen. Dann werden wir nicht immer abhängig sein von Umständen und schnell aus dem Ruder kommen. Es ist so wichtig, dass wir Qualität liefern. Und es geht nicht um Qualität, aber das Ziel ist Vertrauen. Und Qualität schafft immer Vertrauen. Und wenn wir das Vertrauen der Gemeinde gewinnen, dann können wir sie eben auch in die Gegenwart Gottes führen. Als nächstes haben wir einen markanten Bauchnabel. Und wisst ihr, wie der Bauchnabel entstanden ist? Als Gott sagt, dich will ich. Ich habe ein Ja zu dir. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir selber immer wieder einen Reminder haben. Deshalb habe ich für mich meinen Bauchnabel. Wenn ich unsicher werde, wenn mich Selbstzweifel, Minderwertigkeit einfängt, dann lange ich mir manchmal einfach an den Bauchnabel. Auch auf der Bühne manchmal. Und es hilft mir als ein Reminder, Gott hat ein Ja für mich. Ich glaube, es ist so wichtig, dass unsere Identität auf der Bühne klar ist. Dass uns klar ist, dass wir einzigartig sind, dass Gott uns gewollt hat, dass wir berufen sind. Und wenn das uns bewusst ist, dann sind wir gute Worship-Leiter. Als nächstes haben wir wunde Knie. Zwar glaube ich, brauchen wir Worship-Leiter, die wunde Knie haben vom Beten. Die immer wieder an einen Ort kommen, wo sie sagen, ich brauche dich, Gott. Demut für mich ist so etwas Wichtiges. Demut heißt den Mut haben. Und wir brauchen Worship-Leiter, die verstanden haben, dass sie selbst nicht alles haben, dass sie nicht selbst genügsam sind, sondern immer wieder vor Gott kommen. Denn dadurch kommt auch die Salbung, dadurch kommt eine Kraft hinein in unseren Dienst, den die Gemeinde unbedingt braucht. Und als letztes braucht es liebliche Füße. In Römer 10, 15 steht geschrieben, wie lieblich sind die Füße derer, die die gute Nachricht bringen oder verkündigen. Und ich glaube, wir brauchen Worship-Leiter, die echt etwas zu sagen haben. Nicht nur zu singen. Singen kann man schnell, aber die eine Botschaft mit sich tragen, die eine eigene Offenbarung
mit sich tragen, wer Gott ist, und dass diese Botschaft durch die Songs, die wir singen, durchkommt, damit wir den Menschen, die wir leiten im Worship, ein Bild malen, zu wem sie kommen können. Ich wünsche mir, dass Worship-Leiter etwas zu sagen haben. Also, das ist mein Bild von einem Worship-Leiter, auch wenn dieser fast wie ein Zombie aussieht. Ich hoffe, es trotzdem hilft, dir eine Vorstellung zu geben, was es braucht, um die Gemeinde in die Anbetung zu leiten. Und vielleicht sagst du, ja, in den Bereichen, in gewissen Bereichen habe ich schon das, was es braucht. Wenn nicht, dann melde dich mal in der Worship Academy. Wir haben tolle Tagesseminare und es würde mich freuen, dich bei uns mal zu begrüßen.